Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um diesen Kamerarucksack von K&F Concept. Er heißt Alpha Backpack und ich zeige euch, was da reinpasst und für welche Situationen er wirklich gebaut ist. Wir fangen mal mit dem Hauptfach hier an. Und zwar, was habe ich hier reinbekommen? Man klappt es hier oben auf, unter anderem hier oben. Ich habe hier meine A7 III mit einem 70-180 Teleobjektiv drin. Und nochmal zwei Objektive, also auch ganz schöne Klopper, das 35mm und hier das 14mm. Damit würde ich mal so ins Rennen gehen bei der Landschaftsfotografie. Diese Innenfächer, die kann man nach Belieben einfach mit Klettverschluss verstellen und anpassen, wie man das einfach braucht und mag, um da ranzukommen. Draußen war es mir jetzt zu heiß. Wir machen jetzt hier einfach im Studio weiter. Nochmal hier zu diesem oberen Fach. Man kann das natürlich auch für seine Kamera verwenden. Und zwar hier bietet es sich an, schaut her, ein Objektiv drin zu verstauen. Oder eben auch eine Kamera. Aber jetzt exemplarisch passt jetzt hier zum Beispiel das 35mm Objektiv super gut rein. Und da ist noch genug Platz, um hier vielleicht noch ein, zwei T-Shirts draufzulegen. Oder sonstiges Equipment, was man eben so mit sich führen mag. Hier seht ihr auch noch, zum Beispiel für Festplatten ist da noch genug Platz oder sonstigen Batterie-Krimskrams, was man so mitnehmen möchte. Hier an der Oberseite habt ihr auch nochmal vielleicht für einen Geldbeutel so ein Fach mit so einem Meshgitter. Also da kann man auch jederzeit sehen, was hier in den Rucksack so reinpasst und beziehungsweise was drin ist. Was sich K&F hier noch hat einfallen lassen, sind diese, sie nennen es vielleicht Diebstahlschutz oder sowas. Das sind hier diese kleinen Druckknöpfe, die über den Reißverschluss zugemacht werden können. Ich mache es mal kurz zu, damit ihr seht, wie es funktioniert. Also hier ist jetzt der Rucksack zum Beispiel zu und dann drückt man einfach drauf und dann hört man zumindest, wenn da irgendjemand am Rucksack reißen will. Ja? Und die Dinger klappern auch nicht so arg rum. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Diese Laschen hier sind aus Gummi, die sind wirklich gummiert, grifffest, da kann man auch ganz gut im Winter mit Handschuhen dran arbeiten. Mir ist aufgefallen, dass dieser Tragegriff hier sehr stabil ist, den man hier oben anpacken kann. Und viele wird es vielleicht noch interessieren, kommt man da auch seitlich an das Equipment dran? Ich hole mir jetzt mal schnell hier eine Kamera, baue die jetzt mal hier seitlich rein. Schon her. Passt zu. Und hier verfügt der Rucksack auch, wenn er denn auf der Seite liegt, hier über dieses Fach, um hier an die Sachen ranzukommen. Hier bei diesem Seitenfach ist vielleicht noch zu erwähnen, da gibt es nochmal einen Reißverschluss. Und wenn man den öffnet, kann man hier auch wieder Kleinigkeiten, Snacks, eine Festplatte, Cardreader oder sonst was hier noch einfügen und mit sich führen. Die Tasche ist auch relativ groß. Auf der Rückseite des Rucksacks hat man auch so ein Meshgitter, was die Durchlüftung fördern soll bei längeren Touren. Man kann diesen Rucksack auch ganz gut an einen Trolley oben an die Schiene ranhängen, weil hier, schaut her, wenn man da reinlangt, hat man hier Platz, um den einfach hier auf den Koffer oben drauf zu stecken. Ich werde sowas, die Funktion nicht nutzen, aber ist ja cool, dass es die gibt. Nächstes Feature an dem Rucksack, was sich K&F hier überlegt hat, ist, dass man die Träger abnehmen kann. Also man kann die komplett abnehmen oder einfach nur einen und den Träger so diagonal tragen, dass man den Rucksack hier über den Schultern einfach so seitlich trägt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus und baue jetzt hier einfach diese eine Schnalle ab. Die wird hier einfach weggeklippt. Und ihr könnt auch sehen, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Die Schnalle nutze ich ab, beziehungsweise die Farbe, die blättert ab. Schaut mal her. Da braucht man nicht erwarten, dass das auf Ewigkeiten schwarz bleibt. Okay, dann klipse ich den hier unten mal ab und versuche mich mal mit dieser einschultrigen Geschichte anzufreunden. Okay, jetzt theoretisch trägt man den jetzt, glaube ich, so. Ja, da mache ich mir vielleicht das Bundle noch ein bisschen länger.
Aber so sieht es jetzt eigentlich aus. Jetzt in der Praxis, wenn man jetzt cool unterwegs ist in der Stadt und fotografiert sein Model, geht man dann zack, ganz schnell hier so hin. Da ist keine Kamera drin. Was ist denn jetzt los? Die ist auf der anderen Seite. Ja, dann komme jetzt so an die Kamera ran. Dann hat die vielleicht sogar eine Stütze mit dem Ellenbogen. Es funktioniert. Ja, und je nachdem, was für einen Stiernacken ihr habt, also ich habe leider keinen, meiner ist relativ schmal, mir passt der Rucksack so, aber die Träger können durch diese Funktion auch auf einen relativ breiten Nacken oder auf einen breiten Rücken Platz finden. Warte mal, wenn ich den jetzt mal auf den Kopf drehe, oh, schaut, ja, er hat auch hier eine Regenhülle, Regenschutz von K&F. Mal schauen, ob die auch groß genug ist für den Regen. Sollte reichen, sollte taugen. Und das Schöne ist, man kann hier auch einen Laptop mit ja, Ladekabel ganz gut verstauen. Ich mache das Fach mal auf, damit ihr seht, wie groß es tatsächlich ist. Ta-da-da-da! Hier passt es rein. Hier wird es reinpassen. Und das wäre hier. Oh, hier ist super gut, weil hier wird es wirklich geschützt. Also wenn ich ein MacBook mitnehmen würde, dann hier, weil hier hast du den Schutz einfach von hinten und von vorne. Und man kann es gut zusammenklappen. Dann stellt sich vielleicht noch die Frage, für wen ist dieser Rucksack was oder für welche Anwendungszwecke? Ich würde diesen Rucksack verwenden, wenn ich eine Fototour mache, wobei ich dann weiß, ich werde nur aus der Hand fotografieren, wie zum Beispiel bei der Stadtfotografie, ja, oder People-Fotografie oder wenn ich mit der Family unterwegs bin. Das hat folgenden Hintergrund. Man kann hier an der Seite Stative unterbringen, allerdings nur kleine Stative. Ich hole mal ein kleines. So. Hier dieses kleine Sirui. Das hat hier drin schon gut Platz. Ja. Hier steckt es rein und es ist gut aufgehoben. Man hat hier auch noch diese Bänder. Da kann man das hier auch noch schön einhängen, damit es auch nicht rausfliegt. Ja. Aber meine Landschaftsfotografie-Stative, die sind groß, die sind so hoch. Und da wird es mich nerven, wenn das Stativ oben rum baumelt. Genauso wird es mich nerven, wenn das Stativ, wenn ich es jetzt nur hier anhängen würde und es würde unten rum baumeln. Also das müsst ihr wissen, das wäre jetzt für mich ein Nachteil, muss ich sagen, von dem Rucksack, dass ich ihn nicht für meine Landschaftsfotografie verwenden würde, weil ich da mein Riesenstativ nicht reinkriege. Wenn ich einen kurzen Weg zum Laufen habe, gut, okay, dann nehme ich es in die Hand. Aber für lange Touren ist das nichts. Aber ich sage jetzt mal so, für die Leute, die mit kleinen Stativen unterwegs sind oder vielleicht nur in der Stadt fotografieren und gar kein Stativ brauchen und hier lieber zwei Bierflaschen reinstecken, ich habe mir zwei gleich große Taschen, ist der was. Also es gibt viele positive Dinge. Negativ fällt mir wirklich nur auf, kein Riesenstativ passt rein und dass ich hier diese Schnallen von der Farbe her, vom Lack her, einfach abnutzen. Die schauen halt nicht mehr wie neu aus, ne? Nach 10 Mal rein- und rausklacken. Ansonsten kriegt man alles unter, was man für eine Fototour braucht. Je nachdem, wie viel Equipment man eben hat. Man muss halt sagen, was für den Rucksack vielleicht noch spricht, ist so ein bisschen das Design. Da haben sie echt darauf Wert gelegt, dass der Stoff schön ist. Dieses raue Grau, keine Ahnung, sieht einfach stylisch aus und es ja, für modebewusste Fotografen vielleicht was, ne? Was ist, wenn ich draußen bei schlechtem Wetter unterwegs bin und habe diese Regenhaube vergessen? Ja? Bleibt mein Equipment da drin trocken? Da geht es wirklich um was, wenn mal ein Starkregen kommt und sich nirgendwo groß unterstellen kann. Weil die Nähte hier und die Reißverschlüsse, die machen für mich einen super hochwertigen Eindruck. Die sind richtig gut vernäht und ich sehe hier keine Möglichkeit, dass da irgendwie Wasser reinkommt. Das probiere ich jetzt mal aus und simuliere mal einen Starkregen. Okay, Freunde, jetzt zum Regentest. Ich packe hier einen Weitwinkel rein. Dann meine Sony mit dem 14mm Objektiv. Und obendrin habe ich nochmal ein 35mm Objektiv reingepackt.
um jetzt zu sehen, ob das hier wirklich trocken bleibt. Also hier ist ein Wert von über 3000 Euro drin. Mal schauen, ob das Equipment trocken geblieben ist. Ja. Okay. Erstmal hier im oberen Fach mal nachschauen. Trocken, Freunde. Oben schon mal alles gut gegangen. Auch hier. Also, den Regen-Duschtest hat der Rucksack bestanden. Das hält er schon mal. Super. Freunde, wenn euch dieser kurze Rucksacktest gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür da. Wenn ihr euch für den Alpha Backpack interessiert, schaut unten in der Videobeschreibung nach. Da könnt ihr ihn bei K&F Concept kaufen. Ja, und wenn ihr Bock auf solche weiteren Testvideos habt, schreibt mir gerne einen Kommentar unten rein. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.